doch, oder? Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. In dem Video, wo wir Lava auf Eisblock gegossen haben, haben wir euch ein cooles Effekt gezeigt. Ein wissenschaftliches Experiment. Ach ja, immer noch wird das heiß in den Kommentaren diskutiert, was da genau passiert ist. Einige schreiben, dass das an Temperaturunterschied liegt. Viele schreiben aber, dass das an den Löchern liegt, die wir in den Eisblock gebohrt haben. Einige haben sogar geschrieben, dass Wasser sich in Wasserstoff zersetzt hat und den Eisblock gesprengt hat. Also, viele von euch haben mir geschrieben, ich soll Lava auf einen Schneemann gießen, um zu sehen, ob der genauso auf Lava reagiert wie der Eisblock. Ach ja, vor kurzem ist die Challenge von Slivke Show zu Ende gegangen, wo man 1400 Euro gewinnen konnte. Leider konnten wir dann nicht teilnehmen, da bei uns der Schnee geschmolzen ist. Das einzige, was wir geschafft haben, einen kleinen Schneemann zu bauen und den dann in Vakuum zu stecken. Das war richtig cool, Leute. Schaut euch das Video an. Dieses Mal wollen wir einen größeren Schneemann bauen. Wir haben ein wenig Schnee bekommen. Innerhalb wenigen Stunden haben wir 10 cm Neuschnee gehabt. Wir haben uns entschieden, schnell einen größeren Schneemann zu bauen. Bis ich Lava hergestellt habe und Kupfer geschmolzen habe, hat mein Freund einen Schneemann gebaut. Ach ja, Leute, der Schnee ist zwar cool, aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass der bald weg ist und wir Sonnenschein bekommen und grüne Wiesen. Also, wir machen weiter. Kupfer ist geschmolzen. Das sieht jetzt wirklich aus wie Lava. Ich glaube, dass der Schneemann gleich verdampfen wird, oder? Der reagiert genauso wie der Eisblock. Wir müssen alle Sicherheitsmaßnahmen treffen. Dafür haben wir Handschuhe, Schutzhelm und eine Gasmaske. So eine Spezialschürze haben wir uns auch besorgt. Lava werden wir natürlich aus Entfernung draufgießen. Also, der Schneemann ist schon fast fertig. Ich bin echt froh, dass wir noch so viel Schnee zusammenbekommen haben. Eine Nase aus Karotte darf natürlich nicht fehlen, Leute. Boah, das sieht wirklich cool aus. Also reicht mit dem Blödsinn, lasst uns anfangen. Ich bin bereit, Lava drauf zu gießen. Was glaubt ihr, Leute, wird der Schneemann einfach verdampfen oder reagiert er genauso wie der Eisblock? Stellt das Video auf Pause und schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Ich bin echt gespannt, wer von euch das errät. Ich lese jedes Kommentar durch und die richtigen bekommen ein Herz von mir. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, Leute. Leute, wir haben schon einige Lava-Videos gedreht. Bevor wir zum Schneemann kommen, zeige ich euch die coolsten Ausschnitte aus meinen Videos.
Leute, ist das alles? Das war richtig heftig. Es hat so ausgeschaut, ob der Schneemann die Lava einfach verschlungen hat. Dem ist es wirklich egal, ob das die Lava ist oder glühende Metallkugel. Der Schneemann hat es einfach verschlungen. Tja Leute, war das alles umsonst? Haben wir 3 Stunden umsonst gearbeitet? Die Reaktion war zwar nicht so wie bei dem Eisblock, aber naja. Schaut euch das mal an, wie der Schneemann geschmolzen ist. Lasst uns mal schauen, was da drinnen ist. Schaut euch das mal an, das ist einer von den Lavastücken, was übergeblieben ist. Es ist zwar nichts passiert, aber das war trotzdem heftig, Leute. Ich hab echt gehofft, dass der Schneemann genauso reagiert wie der Eisblock. Okay Leute, wenn ihr noch mehr Videos mit Lava sehen wollt, dann liked das Video. Beim nächsten Mal gieße ich vielleicht Lava in eine Kokosnuss. Wir werden es sehen, was dann passiert. Also Leute, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, teilt das Video mit euren Freunden. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!